Das Rewe Final Four findet am 30. April und 1. Mai in der Hamburger Barclaycard Arena statt und mit dabei ist auch der SC Magdeburg. Michael Haas, der letztes Jahr schon mit dem SCM dabei war, und Finn Lemke, der zum ersten Mal beim Rewe Final Four antritt, haben sich die Zeit genommen, um jetzt mit uns zu sprechen. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Michael, du warst im letzten Jahr schon dabei beim Drama, glaube ich, so kann man es sagen, beim Rewe Final Four. Ihr musstet euch im 7-Meter-Werfen geschlagen geben gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie denkst du inzwischen an die beiden Tage in Hamburg zurück? Puh, am besten gar nicht, weil das war schon ein sehr bitterer Moment. Ich glaube, das war die knappeste Art und Weise, auf die man scheitern kann. Wir haben zwar danach immer oft gehört, ja, es war Werbung für den Handballsport und alles cool, cooles Wochenende, aber es hilft uns natürlich nicht weiter, wenn wir am Ende dann mit leeren Händen nach Hause gehen. Aber trotzdem war das einfach ein geiles Wochenende, ein geiles Erlebnis und wir kämpfen jetzt seit einem Jahr darum, da wieder hinzukommen. Finn, du warst nicht dabei, aber dein Jahr 2016 bisher war schon relativ aufregend. Der EM-Titel, jetzt das nächste große Event, des Rewe Final Four, da gibt es auch einiges zu verarbeiten, vor allem für einen Spieler, der vielleicht noch ein bisschen jünger ist wie du. Du hast mit DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld einen Mentor, der mit dir zusammengearbeitet hat. Und kannst du uns erklären, was du von ihm gelernt hast und wie du das vielleicht auch am Pokalfinalwochenende einbringen kannst? Ja, mit Wolfgang Sommerfeld arbeite ich jetzt schon einige Jahre zusammen. Wir kommunizieren ja, mal häufiger, mal etwas weniger. Und er ist da, hat eine sehr, sehr objektive Meinung, hat einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz, wie man junge Spieler oder jüngere Spieler, wie man denen hilft, sich mental auf Spiele vorzubereiten, generell mit Stresssituationen umzugehen. Ja, und da haben wir viel, viel drüber geschnackt. So dass ich aus den Gesprächen immer sehr viel rausnehmen konnte. Und das hat mir sehr geholfen bei dem großen Turnier im Januar, aber jetzt auch für die alltägliche Arbeit. Michael, du kannst dich wahrscheinlich in Finn relativ gut reinversetzen. Du bist 2007 auch noch sehr jung Weltmeister geworden, hast schon viele Siege feiern können in deiner Karriere, aber auch viele bittere Niederlagen. Wie kannst du den vielleicht den jüngeren Spielern am Wochenende mit deiner Erfahrung helfen? Oder brauchen die das überhaupt gar nicht? Naja, ich meine, es schadet mit Sicherheit nicht, ein paar Spiele mehr gemacht zu haben in seiner Karriere und ein bisschen was erlebt zu haben. Aber ganz ehrlich, was soll ich mir jetzt um Finn erzählen? Der hat, glaube ich, der Handballwelt im Januar gezeigt, wie man ein EM-Finale spielt. Und ich glaube, wenn einer da bereit ist für so ein Wochenende, dann der Finn. Und also, ich glaube, das Alter spielt ja, wie man jüngst im Januar gesehen hat, einfach nicht so eine ganz große Rolle für Erfolg oder Misserfolg. Finn, du studierst neben dem Handball auch noch soziale Arbeit, engagierst dich da sehr stark, möchtest später mit behinderten Menschen arbeiten. Was bedeutet die Seite ganz abseits des Sports für dich persönlich? Ja, das ist der Ausgleich, den ich einfach brauche, um abzuschalten, um auf andere Gedanken zu kommen, um mich auch mit anderer Materie auseinanderzusetzen, die einfach nichts mit Leistungssport und nichts mit Handball zu tun hat. Und ja, ist eine Herzensangelegenheit für mich. Und daher freue ich mich da über intensive Gespräche, die ich da an der Fachhochschule führe, aber auch einfach über das Wissen, was mir da vermittelt wird. Michael, wie machst du es? Wie kannst du von deinem Beruf Handball auch mal komplett abschalten? Ach, das ist überhaupt kein Problem. Also das da ist eigentlich so, sobald das Training vorbei ist, sobald die Spiele vorbei sind, kann ich mich da eigentlich ganz gut auch mal mit anderen Sachen auseinandersetzen. Ich meine, ich erzähle jetzt seit 15 Jahren in irgendwelche Kameras, dass ich noch nebenbei studiere. Das wird jetzt bald zu Ende sein, da muss ich mir irgendwas Neues suchen. Und also das ist gar kein Problem. Aber jetzt im Moment, in der Phase, wo sowieso viele Spiele sind, ist Handball nun mal einfach die klare Nummer eins. Kommen wir zurück zum Sportlichen und zum Wochenende in Hamburg. Mit dem Bergischen HC habt ihr einen Halbfinalgegner, der da ein bisschen als Underdog reingeht, der auch in der Liga mitten im Abstiegskampf steckt, kann aber vielleicht genau deshalb ohne Druck aufspielen. Finn, wie wollt ihr die Mannschaft schlagen und vor allem, warum gewinnt ihr das Halbfinale? Also der BRC ist sehr, sehr gefährlich für uns. Ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die wahrscheinlich auf dem Punkt ihre beste Leistung abrufen möchte und das wahrscheinlich auch wird. Und da brauchen wir eine ganz, ganz konzentrierte Leistung von unserer Seite aus. Und wir sind individuell wahrscheinlich auf einigen Positionen in der Breite stärker besetzt. Das müssen wir einfach ausspielen, eine vernünftige Deckung hinkriegen vorne, die Sachen, die der Trainer uns mitgibt, umsetzen und dann werden wir das Spiel hoffentlich gewinnen. Michael, du warst schon im Finale letztes Jahr, du weißt, was für eine Stimmung in der Arena aufkommen kann. Ihr werdet mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder viele, viele Fans aus Magdeburg mitbringen. Wie heiß bist du auf dieses Wochenende? Das kann man so gar nicht in Worte fassen. Ich muss sagen, also das, was wir letztes Jahr erlebt haben, was unsere Fans da gerade gezeigt haben, das war mit das Krasseste, was ich in einer vermeintlichen Auswärtshalle
jemals erlebt habe, weil also ich war schon ein, zwei Mal beim Final Four dabei und das, was die Jungs da und die Mädels da abgeliefert haben, das war echt krass, das hat richtig Bock gemacht zu spielen und gerade auch so beim zweiten Spiel, sofern es dann hoffentlich auch kommt dieses Jahr, wo man eigentlich dafür schon ein bisschen müde ist und alles ein bisschen spürt, da muss man echt sagen, da beflügelt einen das schon, wenn man merkt, die eigenen Anhänger geben Gas. Also die Vorfreude ist groß, bei uns natürlich auch. Von daher viel Erfolg und alles Gute und wir sehen uns in Hamburg beim Halbfinale und dann schauen wir mal, wie es läuft, ob es bis ins Finale geht. Jo, vielen Dank, bis dann. Dankeschön. Ciao.